Herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Meme-Videos. Also ich bin wirklich froh, dass euch die ersten beiden Teile so gut gefallen haben. Und es ist einfach schön zu sehen, dass meine Videos auch mal ein paar mehr Klicks haben können als nur wenige hundert. Mein herzlichstes Dankeschön dafür, auch für die ganzen tollen Kommentare. Ja, auch in diesem Video taucht das Logo meines ehemaligen Arbeitgebers wieder auf. Aber ihr wisst ja schon längst, wie ich damit verfahre. Unkenntlich machen, denn ich möchte ja nicht schuld daran sein, wenn ihr einen Kotzanfall bekommt. Mir geht es jedenfalls meistens so. Ja, und falls ich es mal vergessen haben sollte, ein Eimer steht hier bereit und ich empfehle euch jetzt ganz stark, die Pause-Taste zu drücken und für den Fall der Fälle vielleicht auch einen Eimer zu holen. Hier ist das erste Meme. Bitte, bitte macht dazu keine Memes. Ja. Das ist nach dem ersten Meme-Video entstanden. Als Inspiration diente wohl meine Moderation, dass man hier auch ein wesentlich schlimmeres Meme draus hätte machen können, als das, was gemacht worden ist. Ich habe vom gleichen Autor, Gruß an Nico geht raus, mehrere Memes bekommen mit dieser, ja, man könnte sagen, Meme-Retro-Schrift, denn so sahen Memes ja in der Frühzeit dieser Kunstform aus. Hier ist das nächste. Thema Drogen. Drogen sind gar nicht okay, gerade nicht illegale. Und wenn ihr schon Alkohol trinkt, dann ja nicht zu viel. Rein mit der Nadel. Rein mit der Nadel. Ja, hier wieder das altbekannte und in Memes sehr, sehr beliebte Drogenthema. Ich musste jedenfalls sehr lachen, als ich das gesehen habe. Ich glaube, je weniger ich Sachen in echt sagen würde, umso lustiger finde ich das einfach. Ja, das Bild unten rechts ist natürlich auch wieder wie immer. Und ein Freund von mir, Grüße an Jan, der macht das immer total geil nach. Da lache ich mich immer tot. Rein mit der Nadel. Ja, ich kann das gar nicht so gut. Der Jan kann das viel besser. Thema Schule schwänzen. Hier in Deutschland gibt es eine Schulpflicht, da Bildung und Allgemeinwissen wichtig für das Berufsleben sind. Fallen 2 Stunden aus, bleib am besten gleich zu Haus. Ha, schön. Zwischendurch mal ein FSK 3-Meme ohne Drogen oder Gewalt. In diesem Fall zum Thema Schule. Tja, die bringen mich jetzt nicht so zum Lachen, aber es ist schön zu sehen, dass die Memes ja ein bisschen vielschichtig sind und für unterschiedliche Zielgruppen. Ja, vielleicht ist das auch ein Hinweis auf das Alter des Erstellers, denn es könnte durchaus sein, dass es von einem Schüler oder einer Schülerin gemacht worden ist. Ja, und von harmlos kann man beim nächsten Meme jetzt allerdings nicht mehr sprechen. Thema Coronavirus. Der Coronavirus stammt aus China und ist eine mutierte Form des SARS-Virus. Laut Experten ist er jedoch nicht gefährlicher als der herkömmliche Influenza-Virus. Es besteht kein Grund zur Sorge. Fängt der Sch*** an zu husten, musst du ihm den Kopf wegpusten. Hier mal wieder was halbwegs Aktuelles zum Thema Coronavirus. Das gab es ja in einem anderen Video auch schon. Ich frage mich allerdings, wann das Thema endlich nicht mehr aktuell ist. Das wird vermutlich noch eine Weile dauern. Interessant an diesem Meme ist, dass Nina hier die Rolle einer Verharmloserin innehat. Das passt ja gar nicht zu ihrer Rolle, die sie normalerweise in diesen Memes einnimmt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Meme hier ganz zu Beginn der Pandemie entstanden ist. Im nächsten, da kommen wir zu einem Internet-Schwergewicht. Jemand, der die Internetgemeinde spaltet, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn er besitzt gleich mehrere Schwerter, die er oft und gerne in die Kamera hält. Wobei ich mir jetzt auch nicht so sicher bin, ob man 99% Ablehnung und 1% Zustimmung überhaupt als Spalten bezeichnen kann. Wisst ihr, sowas Kleines Blondes wäre mal nicht schlecht. Paddy Grötz seit 2019 bei Togo vermisst. Da muss ich echt lachen, geil. Hier ist er wieder, dieser Mensch namens Drachenlord. Der hat ja bekanntlich, ich würde sagen, so ein paar Kilo obendrauf, ne? Und mit den Frauen, da scheint es ja auch nicht sonderlich gut zu laufen. Ich habe jedenfalls sehr, sehr gelacht, als ich dieses Meme gesehen habe. Eine großartige Idee. Das Foto ist übrigens am 3.8.2002 entstanden. Ich war als Nanette aus Angela Anaconda verkleidet. Kennt ihr das noch? Egal, hier geht's weiter mit dem nächsten Meme. Thema Talk-Memes. Haha, ja, ich finde sie auch lustig. Warum nicht? Ist mein Humor. Schlimm sind nur die Deppen, die denken, dass da was dran ist. Wenn du denkst, da ist nichts dran, komme ich mit dem Messer an. Sehr schön. Endlich werde ich mal als schizophren dargestellt. Das hat mir noch gefehlt. Super Idee, aber die Umsetzung mit dem Rechtschreibfehler dran mit 2 N,
Das ist mal wieder so eine Sache, ne? Das Meme geht auf meine frühe Reaktion auf Instagram zurück. Da haben ja Leute verschiedene Memes zugeschickt und Kommentare abgelassen wie ich bin enttäuscht von dir oder wie kannst du nur sowas sagen? Es ist natürlich klar, dass das zur Provokation gemeint war, was ja auch total in Ordnung ist, habe ich ja in einem anderen Video auch gesagt. Ich frage mich allerdings wirklich, ob es nicht doch ein paar Leute gegeben hat, die geglaubt haben, ich hätte sowas echt gesagt. Also ein paar No-Brainer gibt es ja immer irgendwie. No-Brainer, die Floskeln waren ein bisschen anders eingesetzt, aber gefällt mir. Macht Sinn, No-Brainer. Hier geht's weiter mit dem nächsten Meme. Thema Umgang mit Geld. Man sollte Schulden immer vermeiden und sich nur kaufen, was man sich auch leisten kann. Wenn man arbeitslos ist, kann man Sozialhilfeleistungen in Anspruch nehmen. Fehlt dir das Geld zum Saufen, musst du deine Frau verkaufen. Ja, hier ein schönes und stumpfes Meme zum Thema Umgang mit Geld, wieder total drüber irgendwie. Aber angeguckt und gelacht und das ist doch die Hauptsache, so muss das sein. Oh, Entschuldigung. Hallo? Ja, 300 hatte ich gesagt. Ja, sie soll 300 kosten. Ne, Arme und Beine sind noch dran. Ne, alles gut. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Meme. Lieferung in der Kiste. Thema Tiefen im Leben überstehen. Das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Um Letzteres zu überstehen, kann es helfen, sich bewusst zu werden, dass man damit nicht der Einzige ist. Wird das Leben dir zur Last, häng dich an den nächsten Ast. Ich glaube, in diesem Layout gibt es wirklich die meisten Memes. Hier gebe ich den psychologisch wirklich äußerst sinnvollen Rat, sich, wenn das Leben schwer wird, an den Baum zu hängen. Das ist jetzt in meinen Augen kein Highlight, aber es ist ja, wie schon erwähnt, schön, dass es eine breite Palette an Memes gibt und irgendeiner wird schon drüber lachen. Das nächste Meme, das sieht auch schon wieder anders aus. Wisst ihr noch, der Auftritt von Paddy Grötz bei Massengeschmack TV? Sehr, sehr geil. Das müsste im Original die Talkshow-Szene aus dem Joker-Film sein. Hier wird auf mein Interview bei Massengeschmack im Juni 2019 Bezug genommen, wo ich erzählt habe, wie ich von Super RTL nach 19 Jahren einfach so über Nacht respektlos abserviert wurde. Das Interview ist mittlerweile über 500.000 Mal angeklickt worden und ich bin immer noch ganz überwältigt, wenn ich an die vielen tollen Nachrichten denke und Kommentare. Das ist einfach super und ich kann gar nicht oft genug betonen, wie sehr viel mir das bedeutet. Vielen, vielen Dank an euch. Ich weiß, es ist mittlerweile natürlich eine alte Kamelle, aber da ich auf meinem Kanal bis auf ein paar Jokes und Sticheleien das Thema noch nicht wirklich aufgegriffen habe in all der Zeit, nutze ich doch einfach mal kurz dieses Meme dazu, um ein paar Sachen abzulassen. Ja, um das nochmal deutlich klarzustellen, es geht nicht um die Tatsache, dass ich nach 19 Jahren nicht mehr dabei bin, das ist absolut okay. Es geht mir hier einzig und alleine um die menschenunwürdige Art und Weise, wie dieser Sender das abgewickelt hat. Ich frage mich immer noch, wie man so unfassbar dämlich sein konnte, zumal Super RTL ja auch wirklich total und fast schon krankhaft auf sein Image bedacht ist. Schon ein negativer Kommentar auf YouTube oder Instagram und alle drehen durch. Das hat mich natürlich immer genervt, als ich noch dort gearbeitet habe, aber jetzt freut es mich natürlich total. Es wäre so leicht gewesen, den Shitstorm, den es ja nach dem Interview gab, zu verhindern, ein bisschen Menschlichkeit oder ein bisschen Ehrlichkeit zu zeigen, das tut doch nicht weh. Ne? Statt mich gebührend und respektvoll zu verabschieden, wollte Super RTL mich einfach über Nacht ausradieren und so tun, als hätte ich nie existiert. Externe Presseanfragen zu dem Thema, die wurden anfangs gar nicht und nach dem Interview auf Druck dann aber auch nur mit leeren Phrasen beantwortet. Das ist wirklich ein Paradebeispiel von unfassbar schlampiger und schlechter Pressearbeit. Also schlechter kann eine Presseabteilung gar nicht arbeiten. Also hier sind wirklich Profis am Werk, das kann ich euch sagen. Das zeigt auch ganz deutlich, was Super RTL davon hält, ehrlich zu seinen Zuschauern zu sein. Nämlich absolut gar nichts. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Der größte deutsche Kindersender trennt sich nach 19 Jahren von einem prägenden Gesicht und hält es nicht mal für nötig, seine Zuschauer, die Kinder sind, darüber zu informieren. Ist das nicht schlimm? Wir haben nichts mehr für dich. Das war die bekannte Begründung, die ich zu hören bekam und sonst nichts. Es ist und bleibt einfach ekelhaft, was da abgelaufen ist. Und ich sage es noch einmal, so geht man nicht mit langjährigen Mitarbeitern um. Und ich kann mit den derzeitigen Moderatoren nur Mitleid haben. Es gibt nämlich keinen Grund, warum mit ihnen nicht irgendwann genauso respektlos umgegangen werden sollte wie mit mir. Es ist zwar traurig, was ich jetzt sage, aber ich habe eine Vision. Eine Vision, in der sich Kinder ihre Unterhaltung aus anderen Quellen holen. Eine Vision, in der die Werbekunden einer nach dem anderen wegfallen. Eine Vision, in der dieser herzlose Sender einfach untergeht wie die Titanic. Das wäre wirklich schön.
Aber nicht falsch verstehen, ich möchte diesen Gedanken gar nicht haben. Aber wer so handelt, der pflanzt ihn ja geradezu nicht nur in meinen Kopf, sondern auch in den von vielen anderen. Und das musste einfach mal dazu gesagt werden. Amen. Zurück zum Tagesgeschäft. Hier ist ein weiteres Meme. Thema Sterbehilfe. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Tod selbst zu bestimmen. Hat die Alte keine Lust? Gib ihr den letzten Schuss. Uiuiuiui, hier kommt eine Menge zusammen. Eine echt schlimme Auflösung, eine hässliche Schrift und jede Menge Fehler. Ich glaube, das Meme ist in circa 3 Sekunden erstellt worden. Und es hat auch ein ähnliches Thema wie das vorletzte. Ich hoffe, das nächste sieht zumindest etwas ansprechender aus. Thema Abschluss in der Tasche. Und nun? Zunächst einmal ist es wichtig, dass du dich mit dir selbst befasst. Du kennst dich schließlich am besten. In welchem Job siehst du dich? Welche Berufsfelder interessieren dich am meisten? Lehrer fragen, was ich nach der Schule mache. Wonach sieht's denn aus? Hast verticken und Geld zählen, du dummer Affe. Ah, das ist wieder das altbekannte Layout, das kennt man ja. Aber inhaltlich, da ist es nicht ganz korrekt. Durch bekannte Serien wie zum Beispiel Narcos, da weiß ja inzwischen jeder, sogar ich, dass man eher mit einer anderen Substanz handeln sollte, wenn man wirklich damit reich werden will. Daher ist das Meme fast schon ein bisschen naiv süß. Ob das auch auf das nächste zutrifft, ist glaube ich eher weniger. Wir schauen mal. Thema Benommenheit vor laufender Kamera. Arbeitgeber sollten ein Alkohol- und Drogenverbot im Betrieb festlegen, das den Konsum und das Mitführen verbietet. Gibt es einen Betriebsrat, muss er beteiligt werden. Es bietet sich an, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. Lol, wurde sogar gefeuert wegen meinem Opferchef, haha. Der hat gesehen, dass meine Pupillen groß waren, als ich live moderiert habe. Lustige Theorie, aber der Wahrheitsgehalt ist auch hier wieder, genau wie bei allen anderen Memes, weit unter Null. Ich glaube, es ist unmöglich, in einem solchen Zustand zu moderieren. Das würde, ich denke, jeder sofort merken. Also eigentlich war der Gag, dass ich jetzt einen auf High mache, aber dafür bin ich ein zu schlechter Schauspieler. Ich weiß leider nicht, wie das geht und vor allem auch überzeugend aussieht. Aber vielleicht war das schon ganz gut. Thema: jemanden ansprechen, den man toll findet. Puh, sowas ist mir meistens immer richtig peinlich. Ich versuche immer, die Person freundlich auf etwas anzusprechen, was ich an ihr süß finde. Meistens werde ich aber total schnell rot und stotter total. Ey, Punzel, zeig mal Schlitz. Ja, das ist auch wieder ein Lieblingsmeme meines am Anfang erwähnten Kumpels Jan. Da lacht er sich immer so richtig schlapp, wenn er das sieht. Das ist auch eines der Memes, die mir sehr oft zugeschickt worden sind über Instagram. Und je öfter ich das angucke, umso lustiger finde ich es tatsächlich auch. Hat jemand von euch den Spruch schon mal gebracht? Erfolgreich angewendet? Schreibt's in die Kommentare. Wenn ja, Respekt. Sehr, sehr viel Respekt. Thema Englisch. English is the great and fun language. Not everyone always know how to German, so you can still make friendship with many of the people. Ist es so, ist Deutsch zu schlecht? Gehören die Kniescheiben außer Gefecht? Oh, mal was Englischsprachiges. Naja, zumindest hat der Meme-Ersteller versucht, Englisch zu sprechen, aber so ganz korrekt war das jetzt nicht unbedingt. Aber egal, es ist jetzt zwar nicht zum Brüllen komisch, aber zumindest ist ein neuer Impuls gesetzt worden und das ist ja schließlich auch was wert. Mal schauen, welchen Impuls sich der nächste Meme-Ersteller so ausgedacht hat. Hier kommt das, ich glaube, vorletzte Meme. Ich möchte ein Spiel spielen. Ach schön, wer kennt sie nicht, die Saw-Reihe? Er kam, Saw und sägte. Obwohl ich sie ja persönlich ein ganz klein wenig krank finde, diese Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Dem Wunsch, dem kann sogar in diesem Fall entsprochen werden, denn das Bild zeigt mich bei Dreharbeiten für meine monatliche Sendung auf Massengeschmack TV, in der gibt es eine Retro-Gaming-Rubrik. Schade, dass er nicht speziell gesagt hat, welches Spiel er spielen will. Vielleicht hätte ich es ja da gehabt. Ein letztes Meme habe ich jetzt noch für euch und das ist an Aktualität kaum zu überbieten. Erstmal was trinken. Gluck, gluck. Aha. Es ist aktuell, weil es A, eine direkte Reaktion auf mein erstes Meme-Video ist und B, weil mir immer noch die Kotze hochschießt, wenn ich aus diesem abgrundtief widerwärtigen und ekelhaften Glas trinke. Ist doch klar. Das war der dritte Teil meiner Meme-Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch einigermaßen gut unterhalten konnte. Macht's gut, ciao.